Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Cave. Wir sind hier mitten in der... Moment, Katze, lass mich in Ruhe. Jetzt ist die Katze genauso aggro drauf wie der Typ hier, der von uns die drei Wagen haben möchte. Und wir gucken uns erstmal hier das Bildchen an. Mangelnde Konzentration. Ich glaube, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Das ist so eine Lebensaufgabe mit Stäbchen Mücken fangen. Oder fliegen, whatever. So, Greifarmschalter. Ach du leck mich fett. Muss das hier nach Timing gehen? Abenteuerin? Jawohl. Hüpf. Hüpf. Dann komm mal mit. Uschi Puschi. Elfriede Wackeldackel. At its best. Zzt. Hep. So, dann sage ich mal, du schiebst. Nee, du sitzt nicht. Du schiebst. Und der Hillbilly drückt dann im richtigen Augenblick. Nein, nein. Ach du Scheiße. Mhm. Satz mit X. Das war wohl nix. Och nee, komm, muss ich die Lore jetzt zurückziehen? Ach du Gott. Ach nee, muss ja. Ist ja die Elfriede. So, stopp it. Dann machen wir erst mal ihn hier an. So, zack. Dann sie und schieb it. Schieb it like Beckham. Los, 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 los. Hm. Also ich hoffe doch, dass die richtige Idee hier. Moment. Mal hinsetzen wie ein König hier. Was machen wir? Richtig time, würde ich behaupten. Schnappt ihr dann nochmal die Lore? Was passiert, wenn ich... Okay. Das war ja ein schweres Rätsel. Komm, was passiert? Komm ich da? Nee. My cold. I thought you was gone for good. Time to get down to some serious hoarding. Traumhaft. Sehr gut. Also Wagen Nummer 1 haben wir hingekriegt. Das war ja dann doch nicht allzu schwer, die Sache. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. So, wir gehen jetzt mal wieder hier hoch. In Richtung Monkey Bonky. Weil ich glaube nämlich, dass wir mit ihm jetzt, habe ich jetzt noch hier einmal mit Wasser. Ich glaube, wir müssen von dem Typi unten auf jeden Fall noch ein bisschen Dynamit schnappen, damit wir nach oben kommen. Also nach oben war da noch ein paar, wie sagt man, na hier die verschüttete Gänge. Dafür brauche ich nochmal Dynamit. Hallo? I've had just about enough of not having my mine cars. Darn it. Psst, schnell weg. Try to chisel me or what? Give me my stuff. Der Typ ist ja echt aggro. Aber na gut, solange er aggro ist, kriegen wir unser Dynamit und wir kommen hier weiter. Ich glaube, das würde ich auch gern mal können. Einfach nur mit einem Arm und was anderem in der Hand. Ein Seil hoch. Schwupp, schwupp, schwupp. Da ist Fackelus. Hier geht's weiter, wa? Jo. So. Flamme! Hingesetzt. Weggerannt. Bäm! Zauberhaftig! So. Brr.
Okay. Alles klar. Gut. Das heißt, hier unten ist unser... Was ist denn da drauf? Sind Erdbeeren? Nee. Hähnchenschenkel. So, warte mal. Ich glaube, da brauche ich einen zweiten für. El Moncos. El Moncos, der... Stopp. Was war das denn hier? Ist das ein Affenkopf? Gut. El Monkey Boss, sozusagen. Na, gehst du rüber. Nein! Das endet regelrecht tödlich for you. Puh. So, jetzt hier Elfriede. Die schnappt sich den Wagen und zottelt den mal da drauf. Dann hoch. Mipf. Ach nee. Noch höher. Doch, jetzt halt kratz kurz. Wo muss ich eigentlich hin? Mittig muss ich. Wusch. Saure Partner. Ah, die hat Pfeffer im Arsch. Deswegen hat Elfriede ausgewählt. So, Moment. Wo ist El Bonky? Quatsch, El Monkey. Da. Ah. Wie, das war's schon? Die Abenteurerin kann da oben hin. Also kann ich zumindest ranhangen. Ups. Da brauchen wir denn doch den Stinkekloß. Komm, du Gesichtshonk. Auf geht's. Patschefüßchen, Patschefüßchen. Fällt mir gerade ein, ich habe gerade mit dem Korrel gesprochen und ihm versprochen, dass ich den Part Nummer 5, also quasi den von gestern oder vorgestern, schmatzend eröffnen wollte, weil er da hatte eine Aversie gegen. Habe ich völlig ignoriert. So, pass mal up. Du gehst jetzt mal hier rauf. Ja, genau, mit den Stinkefüßen in die Keulen rein, das ist cool. El Monkey Bonky geht nach hier oben. Stinkos. Zieh das Ding hier rüber. Elfriede geht hier nuff. So. Okay. Haben wir. Monkey Bonky. Den brauche ich hier auch. Noch nicht. Okay, dann ziehen wir den doch erstmal rüber. Es hätte so sein... Na! Hätte es so leicht sein können? Okay, ich dachte, das funktioniert jetzt. Okay, also mittig nicht. Muss es doch nach ganz oben. Aber das funktioniert doch nicht. I'm offiziell overfragt. Ah nee, warte mal. Oder denke ich bloß falsch? Kann ja auch sein. Huch, kommt man da nicht rüber? Doch. So, wenn ich jetzt hier hoch... Wer schreit denn da immer? Ach, das sind die Brennenden, wa?
Wenn ich den jetzt schiebe? What happened then? Okay. Hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, so kriegen wir es hin. Jupp. Huch. Na toll. Na, hat zu futtern? Feller can build up a powerful hunger down here. I'm gonna roast me up some canaries. Now see here, I still needs me my last mine card, dagnabbit. Oh, God damn it! Give me my mine card. Huh, da lang. So, na dann hier, Stinkerpinker, mach mal hier den Anführer. Wir müssen uns jetzt erstmal wieder ein Dynamitstängchen besorgen von dem guten Mann. Der wird ja sicherlich immer noch ein bisschen aggro-mäßig unterwegs sein. Nein! Sehr gut. Komm, Patschefuß. Gib ihm. Einmal mitnehmen. Nein, einmal mitnehmen. So. Patsche, Patsche, Kuchen. Huch. Komisch, dass der Leiter-Sound nicht ganz zu den Patschefüßchen passt. Nur mal so angemerkt. So, mein Haselöckchen. Ja, ja, ja. Ich will dich nicht verkackeiern. Ganz entspannt bleiben, junger Mann. So, ganz oben müssen wir, glaube ich, hin. Huch. Na, wie gut, dass in diesem Eimer immer noch Wasser ist, um das Dynamit zu löschen. Hüpsa. Hüp! Sehr schön. Und hüp. Na, ich hab hüp gesagt, du Arsch. Batman! So, was erwartet mich hier? Hallo? Hallo? Ich will den Teddy haben. Dein bester Freund. Das war mein bester Freund. Ich habe gerade so ein Vieh der Zweibeinigen gegeben, die mich dann betrogen hat. Der muss ja ein Kindheitstrauma haben, der gute Mann hier. Ach, armer Stinker. Dachte, jetzt sterbe ich. Hep. Was kommt hier wieder für eine verflucht verflixte? Würde ich auch gerne mal machen. Hä? Vielleicht ist ja der dritte Minecart mit ohne Matt drinne. Da oben ist doch auch noch was gewesen. Hier. Wie komme ich da denn hin? Hier geht's nicht weiter. Jo. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal, den Stinkhorn abzuschieben. Vielleicht fährt er dann quasi bis davor zum Huch, zum Agro-Typi und. Hep! Elfriede! Jetzt habe ich dich so lieb gewonnen, jetzt machst du dir so eine Scheiße. Nein, Elfriede! Mann! Du Stück! So. Hep! Die will mich doch veräppeln! So, hep.
Und hepp. Na bitte. Warum nicht gleich so? Immer erst rumzicken müssen. Na? Da hat sich gerade hier unten so ein kleines Skype-Fensterchen aufgemacht. Aber naja. Hat keiner gesehen. So, warte mal. Ich bin so clever. So, gucken wir mal, ob das geht. Hä? I'm officially confused. Hm. Okay, okay, okay. Mal mit dem Monkorts runtergucken, was da noch so lag. Da lag eine Fischdose und ein Schüppchen. Die müssen wir auch noch irgendwo benutzen. Frage ist nur, wo. Und Frage ist auch, was machen wir in die Lore da unten rein? Müssen wir da rein oder nicht? Oder doch? Oder vielleicht? Gibt es hier oben vielleicht noch irgendwas? Habe ich was übersehen? Oh Gott, fast gestorben. Aber nee, hier haben wir nichts übersehen. Das war so gewollt hier. Freigesprengt. Da ist auch nichts. Ist das was oder ist das nichts? Eine sehr gute Frage. Können wir beide hier rein? Nö. Kann nur einer rein. Komisch, komisch, komisch. Naja, wie auch immer. Part ist sowieso rum. Wir werden mal Folgendes machen. Einen kurzen, süßen Break. Und wir werden uns hier morgen um die gleiche Misere kümmern. Und mal gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Ich habe gerade so ein bisschen... sowas wie ein Nichtplan. Kennt ihr das? Ein Nichtplan? Ja, ist das, was ich gerade habe. Ja, also in dem Sinne, Schüssi mit Küsschen reinhauen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Es wird, glaube ich, sowieso zu spät sein, möglicherweise. Naja, wie auch immer. Bye, bye. Wir rätseln morgen weiter. Tschüss.